Hallihallo und willkommen zurück am wärmenden Feuer in Sibirien. In der Tundra in Sibirien sozusagen. In einer unterirdischen Höhle frieren wir. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns endlich mal ein bisschen umziehen. Ich habe gedacht, wir sind jetzt schon so lange hier unterwegs, so langsam rechtfertigt es das, dass wir mal eine andere Sache anziehen, oder? Also, ich meine, wir haben ja nicht umsonst hier diesen coolen Anzug. Genau diesen meine ich. Yeah, jetzt haben wir den. Also ich habe schon gesehen, wir können natürlich hier noch so rumlaufen. Das ist natürlich besonders schön. Ich glaube, das ist verdammt kalt. So will keiner in diesem Wetter rumlaufen. Was natürlich auch noch gibt, ist diese Möglichkeit hier in diesem... das ist auch okay. Das ist, müssen wir aber erst bauen. Und da habe ich gedacht, komm, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, irgendwelche Spielchen, wir haben hier diese tolle Rüstung. Wir wollen nicht, dass Lara so sehr friert. Ich meine, das ist doch mal bitte... ein richtig schöner Anzug. Natürlich können wir die Pistole wieder upgraden. Was wir aber nicht machen. So. Sondern. Warte mal, was wollte ich nochmal gucken? Ach, guck mal, können wir. Ne, im Inventar können wir nichts machen. In den Fähigkeiten können wir was machen. Genau. Dann gucken wir nochmal, was wir jetzt hier Neues können. Tödliche Präzision. Und was ist das? Wunden heilen schneller. Okay, das klingt interessant. Aha, was haben wir hier? Doppelschuss, feuern sie gleichzeitig zwei Pfeile auf separat anvisierte Ziele. Okay. Nerven aus Stahl, das klingt auch gut. Volltreffer, jo. Finesse, das klingt auch ziemlich gut. Naturforscher, das ist wieder was für mich. Und was ist das? Überlebenskunst, künstliche Herstellung. Das ist für natürliche und das ist künstliche. Okay, so. Hier gibt es auch einige neue. Was haben wir da? Handwerksmeister. Stellen Sie Basislager großvolumige Munition. Oh, das wäre natürlich was Gutes. Leichenfallen-Spezialist. Okay, das klingt evil. Hohlspitzgeschosse. Das interessiert mich jetzt nicht so. Abrissexperte. Ich glaube, und von allen Sachen finde ich den Handwerksmeister am interessantesten. Da können wir nämlich endlich mal größere Taschen machen und müssen nicht, und sind nicht dazu gezwungen, uns irgendwelche Sachen zu bauen, nur damit wir unsere Materialien... verbrauchen, ja. Können wir jetzt eigentlich hier irgendwie... Nee, ist jetzt hier was... Nee, ist nichts Neues freigeschaltet. Okay. Dann schauen wir mal hier. Vielleicht können wir jetzt ja noch mal was anderes borsteln. Oder Ausrüstung borsteln. Ah, nee. Hierfür brauchen wir irgendwie... Ah, da brauchen wir besondere Felle für. Das könnten wir bauen. Da wir das Bärenfell haben. Ganz unten sieht man's. Ein Rucksack. Okay, dazu bräuchten wir aber 20 und wir haben 14. Verdammt. Ich glaube, wir müssen zwischenzeitlich nochmal kurz auf Jagd von kleinen Tieren gehen. Wir brauchen noch 6 kleine Tiere, dann können wir uns einen größeren Rucksack bauen. Das wäre doch schon mal wirklich eine schöne Sache. So. Ja, ich weiß, wir könnten jetzt natürlich uns einfach raus teleportieren. Aber ganz ehrlich, ich möchte mich nicht raus teleportieren. Ich möchte ein bisschen in the game bleiben sozusagen. Und wir sind in die Höhle reingekommen und so gehen wir auch wieder raus. So, oder? Was ist denn hier los? Hä? Was war denn das? Das ist eine unsichtbare Wand. Okay. Okay, unsichtbare Wand. Ich dachte gerade schon, das gibt's doch gar nicht. Wieso kommen wir da nicht vorbei? So, dann schauen wir doch mal, wie wir hier wieder rauskommen. Aber wahrscheinlich einfach nur von links nach rechts hüpfen. Hui, hui. Und hier... Nein. Da nach rechts gehen. Upsala, nach oben. Und jetzt? Moment. Wo ist der nächste? Ah, da, ich sehe schon. Diese Striche bedeuten immer, dass wir dann irgendwie ja mit Flitzeattacke nach oben sprinten können. Der Wand entgegen sozusagen. Wie kommen wir hier raus? Ach, gar nicht. Da haben wir müssen diese Treppe hochlaufen, natürlich. Oder auch nicht. Ne, Moment mal, dadurch. Moment, wir sind doch hier schon mal rausgegangen. Das war doch dieser Gang hier hinten. Ach, oh, natürlich. Natürlich, 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 natürlich. Lang ist es her. Lang ist es her. So, dann würde ich sagen, haben wir diese Höhle doch schon mal erfolgreich... ich dachte schon wieder, dass ich hier runterfalle. Diese Höhle erfolgreich geklärt. Autsch. Und, so. Ah, genau, da sind wir dazwischendurch gesprungen. Ach Gott, ich bin wieder zurückgelaufen. Ich bin so seppelig manchmal. Das gibt's überhaupt nicht. Ich bin halt... Also das ist ja jetzt wirklich das Schlimmste, was mir passieren konnte.
Ich laufe halt den Weg zurück, bin voller Konzentration und merke nicht, dass ich denselben Weg wieder zurückgelaufen bin. Das ist aber auch klasse. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, und wieder hoch. Komm, hoppala. Genau, und jetzt wieder durch. Und ich glaube, die Höhle ist beendet. Im neuen Outfit kommen wir hinaus. Jeder, der uns draußen beobachtet hat, und es werden bestimmt viele sein, werden sich wundern und denken, mein Gott, wie hat die sich so schnell umgezogen? Wo hat die Klamotten her? Lara? Licht anmachen oder sowas? Oder ist das ein Geheimgang, den ich jetzt eben gerade noch nicht entdeckt hatte? Also ich will ja wirklich nichts sagen, ja? Liebe Leute, ich will ja nichts sagen, aber manchmal ist das Spiel doch wirklich ganz schön verbuggt. Noch unsichtbare Wände, Wölfe, die nicht angreifen, Bären, die komplett verbuggt sind. Jetzt hier, das geht das Licht nicht an, schneiende Höhlen. Also das ist schon, ich will ja nichts sagen, aber sagen wir mal so. Naja, es ist schon ein bisschen verbuggt. So, draußen aus der Höhle und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir mal nach oben gehen. Na, zu den lieben anderen Menschen, die es hier in dem Gebiet gibt. So, Moment, eine Sekunde. Weil wir könnten aber vorher noch ganz kurz. Ich weiß. Ach mein Gott! Bleibt stehen, wartet, ich brauche doch nur euer Fell! Und der andere auch noch, komm! Verdammt nochmal. Wieso habe ich schon wieder nur die Pistole? Ich glaube, das ist. Kommt das eigentlich auf selber raus? Bringt mir das was? Nee, das bringt mir nichts. Huch, was war denn da? Hä? Ach, das war mein Pfeil. Okay, jetzt kriegen wir die andere aber auch wieder. Ha! Ergib dich! Ja, flieh! Da ist er. Eigentlich sollte der, wenn wir ihn hier treffen, instant tot sein. Genau. Ich höre doch hier irgendwo Wölfe. So, noch ein Geweih. Für was braucht man das Geweih eigentlich? Müsste ich auch irgendwann nochmal dabei bei den Sachen schauen. Gucken wir mal, ob wir unten vielleicht noch zwei, drei Wölfe finden. Genau, ein Wolf. Und noch ein Wolf. Wir essen den halt auch. Die laufen nicht weg, sondern die sagen, na, guten Appetit, na, ich habe ein bisschen Hunger. Der sieht ja lecker aus, der Wolf da. Ja, bleib, du brauchst gar nicht in deine Höhle zurückrennen. Verdammt, jetzt rennt er wieder in diese Höhle zurück. Ich, in die Höhle will ich aber nicht rein. Oh, Bären. Bären, Bären. Eine Bärenhöhle sozusagen. Na kommt, ihr beiden. Ja, du brauchst gar nicht hier so aufzurufen, mein Freund. Ich habe nämlich eine Pistole. Sag mal, bin ich der schlechteste Schütze auf der Welt? Hey? Oh. Ich bin der schlechteste Schütze auf der Welt. Ich bin definitiv der schlechteste Schütze auf der Welt. Hatten wir drüben eigentlich eben gerade in der Eile uns hier das ganze Fell eigentlich, der Leder endlich geholt? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Okay. Super, 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 super. Dann gehen wir jetzt wieder hier vor. Ihr begleitet im Moment den schlechtesten Schützen der Welt. Auf seinen Abenteuern durch die sowjetische. Den Hasen lassen wir in Ruhe, das ist nämlich ein alter Freund von mir. Alter Buddy von mir. Klettern wir mal hier hoch. Das geht ein bisschen schneller, wenn wir hier lang gehen. Dann springen wir hier rüber. Hoppsala. Zack. Und. Huch, was war denn das gerade? Das war ja gerade. Wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich so ganz leicht verbuggt, ne?
Dann dürften wir jetzt eigentlich die Möglichkeit haben, uns hier genau einen größeren Rucksack endlich zu bauen. Einen Rucksack. Den brauchen wir nämlich auch dringend. Was ist denn das gewesen? Ach, den Dietrich, den haben wir doch. Super. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch visuell die größere Tasche hinten. Das finde ich auch so eine Sache, die einfach geil ist, ne? Dass einfach man dann halt wirklich an der Figur eine größere Tasche sieht. Auch wenn sie nicht wirklich größer ist, aber... Also, wir haben halt fünf Wölfe oder so getötet, ja? Und Rehe. Und was haben wir da? So ein kleines Pupsding. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist noch... Da gibt es Handtaschen, die sind größer. Mein Gott. So, okay. Und jetzt weiter in unserer Mission. Was ist denn das da unten? Pilze haben jetzt keinen Hunger auf. Ich habe jetzt gerade keinen Hunger auf Pilze. So. Gehen wir mal nach da oben. Und gucken, wie wir uns da durchkämpfen. Was? Ja, aber wir waren doch... Ja, Moment mal. Ja, wir waren doch schon hier. Ach. Ja, okay, dann geh mal hier hoch. Das wär's jetzt. Wenn man nur weitergekommen wäre, wenn man von vornherein da drüber, die Brücke ist ja hinter uns eingestürzt, wenn ihr euch erinnert. Und wenn man, jetzt geht das Spiel nicht mal weiter. So, jetzt müsst ihr von vorne anfangen. Das ist leider so. So. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen hier rumstellen. Ich muss auch jetzt wieder gleich ein bisschen leiser reden. Moment, bräuchte mir da unten einen Dietrich? Moment mal. Vielleicht können wir die Tür auch aufmachen. Jetzt, wo wir einen Dietrich haben. Ach, die konnten wir gar nicht aufmachen. So ein Blödsinn! Jetzt haben die mich natürlich wieder gehört da oben. Und ich habe jeglichen Überraschungseffekt von vornherein zerstört. Super. Können wir jetzt eigentlich Russisch oder... Ne? Ach, den haben wir schon. Das war ein russischer. Oh, wir dürfen aber nicht vergessen, dass da ganz unten noch so ein Monolith steht. Hier unten irgendwo war das. Irgendwo ganz hier am Anfang erinnere ich mich, dass da einer war. Und den konnte ich noch nicht lesen. Den müssen wir... Guck mal hier. Und den müssen wir unbedingt nochmal lesen. Also da zu dem muss ich auf jeden Fall nochmal zurück... So, da sind die zwei. Schleichen wir uns mal hier entlang. Was ist hier? Können wir hier durch? Nee, ne? Natürlich nicht. Ist ja super. Ach, die sehen mich nicht. Die unterhalten sich gerade. Okay, hinter der Basis entlang zu schleichen, ist natürlich gar nicht so eine schlechte Idee. Du bist gerade im Tal angekommen, stimmt's? Ja, mit der letzten Frachtmaschine. Es kommen noch mehr als ich. Jede Menge Infanterie. Was immer die geplant haben, ich glaube, das wird ein Riesending. Hey, ich dachte, du hättest gesagt, Pickett wäre mit von der Partie. Dachte ich auch, aber es heißt, er war mit Konstantin in Syrien. Ach, scheiße, tut mir leid. Ob wir die beide mit einem Pfeil zerschießen können? Was haben die aus den Minen geholt? Offiziell Kupfer. Aber es war mit ziemlicher Sicherheit Uran. Wisst ihr, was ich meine? So komplett. Recht kräftig aus. So und durch. Mit Doppelpfeil dann. Probieren wir das mal aus. Okay, richtig schön durchgepetzt. Okay, der Schuss hat zwar nicht gesessen, aber es war trotzdem laut. Wie ist der noch mal? Ach, scheiße, da war ja noch mal. Und ich habe ja meine allerfeinsten Skills bewiesen. Der Typ ist halt komplett... Ich glaube, der ist eigentlich eben gerade eher gestorben, weil er abgerutscht ist und nicht, weil ich ihn umgebracht habe. Aber ich wollte doch gar nicht ans Feuer. Ich wollte hier die Typen looten. Mein Gott. So. Was war da gerade für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Dem ziehen wir jetzt erstmal 18 Pfeile raus. Den einzelnen Typen
Wir haben ihn gefunden, in ihm steckten 400 Pfeile. Da oben ist wieder was zum Lesen. Ah. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Natürlich nicht. Da, die Tür können wir aufmachen. Nochmal schön ein bisschen Ressourcen. Da kommt. Eieiei! Vorratsschuppen, Nutzung für 10 Minuten, Ausrüstung. Oh. Ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Das war auch nett, ne? Was haben wir hier? Kommando-Outfit. Ein Kommando-Outfit. Natürlich cool. Was ist das? Gewehr, Laser, Zielfernrohr. Okay, was haben wir da? Gewehr, Granatwerfer. Was ist das? Rasches Erklimmen von Seilen. Oh, das klingt aber cool. Was ist das? Pistolenschalldämpfer? Dieses Kletterding gefällt mir gut. Das ist natürlich beides sehr, sehr verführerisch. Das Kommando-Outfit. Schwarzes Tanktop. Aber ich glaube, ich nehme das, den Steigklemmenantrieb. Das nehmen wir, komm. Das will ich haben. Das hatte ich schon eine Weile im Auge. Super. Das ist doch mal so ein Gegenstand, der mal so richtig geil. Also das ist doch ein super Gegenstand. So, was ist denn das hier? Hey. Okay, da klettern wir gleich mal hoch. Was ist hier? Ah, nochmal so ein Tagebuch. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Sehr freundlich. Sehr, sehr nett und freundlich. So, dann gehen wir mal hier durch die gemütliche Höhle. Können wir das vielleicht doch noch kaufen? Haben wir noch genügend Münzen? Nee, wir haben nur 6. Ach, nee. Nur 46. Gucken wir uns hier nochmal ganz kurz draußen um. Was gibt's denn hier zu entdecken? Okay, da kommen wir anscheinend nur mit diesem komischen Pfeil, mit diesen Breitblatt-Kletterpfeilen nach oben, die wir hoffentlich gleich bekommen. Weil wir haben sie jetzt schon zweimal benötigt und immer noch nicht. Und haben sie immer noch nicht. Das ist natürlich nicht so praktisch. Alte Münzen, ein versteckter Ort. Vielleicht können wir uns dann jetzt das Tanktop kaufen. Aber brauchen wir einen Tanktop? Ich meine, gucken wir uns doch mal das Wetter an. Brauchen wir da wirklich einen Tanktop? Ich meine, rein zum Angucken schon, aber jetzt so wirklich brauchen wir da eins. Ich habe ja das Gefühl, dass es in anderen Höhlen vielleicht andere spannende Sachen gibt. Ich meine, guck dich mal an hier. Gewehr, Granatwerfer für 120 Münzen. Was kostet denn hier so ein Gewehr? 140. Und ob ich jetzt einfach mal so 50 ausgebe? Sag mal, sind die alle so groß hier, oder was? Ich meine, wenn, sagen wir mal, wenn sie eins, wie groß wird sie wohl sein? 1,75? Wie groß soll der Typ sein? 8 Meter, oder was? Ah, so. Okay. Ah, hier hinten sind wir dann in Sicherheit. Gut. Ich würde sagen, im nächsten Teil erklettern wir dann hier diesen Turm und finden raus, was es da oben zu entdecken gibt. Bis dahin sehen wir uns. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Wenn nicht, dann auch. Und ansonsten bis dann. Eine schöne Zeit. Tschüss und ciao.